Heute geht es ganz vielen auszuweichen mit dem Dodgeball-Trainer. Ich freue mich, dass ihr wieder zugeschaltet habt, ihr Shotfire-Bytes. Ich bin's, der Sascha, und heute schaue ich für euch in Dodgeball-Trainer. Das Spiel findet ihr für 7,99 € im Apple App Store für die Quest. Es ist ein kleines, aber feines Spiel. Das Video diesmal ist ein bisschen kürzer, weil ich kann nicht ganz so viel zeigen, weil im Kern ist es eigentlich immer das Gleiche. Ich muss gleich Bällen ausweichen, also Dodgeball. Werfen selber darf ich nicht. Es geht hier rein ums Ausweichen. Es werden aber auch andere Dinge auf mich zukommen, zum Beispiel so ein Schraubenschlüssel. Kein Scheiß, ist wirklich so. Das seht ihr aber gleich im Video. Es gibt so ein paar kleine Variationen im Spiel mit so einem Schild, den ich zwischendurch habe. Auch eine Pistole, kann ich Bälle abschießen, um das Ganze ein bisschen aufzupeppen. Was ihr braucht, ist Platz. Ich habe meinen Guardian richtig eng eingegrenzt diesmal, dass ich auch mal einen Schritt zur Seite gehen kann. Aber auch das habe ich mich nicht so 100% getraut, muss ich ganz, ganz ehrlich gestehen, weil ich hatte echt keine Lust, hier in irgendwelche Möbelstücke reinzuspringen. Also, wenn das Gameplay gleich so ein bisschen stocksteif ist, das liegt einfach daran, dass ich Angst hatte, ja, den Tisch mitzunehmen oder die Fensterbank und so weiter. Ihr kennt das Problem, ja. Aber trotzdem glaube ich, dieses Video gibt euch einen guten Einblick in das Spiel. So, ich bin in We Are Dodgeball Trainer und das ist ein Spiel, um Dodgeball zu trainieren. Ich darf gleich nicht werfen, ich darf nur ausweichen. Das ist der Clou bei diesem Spiel. 7,99 € aus dem App Lab. Ich habe ungefragt einen Key bekommen. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich schaue natürlich rein. In den Bewertungen hat schon der ein oder andere geschrieben, er nutzt das zum, ja, als Warm-up, ne, für FitXR und Co. Beat selber, um vorher so ein bisschen warm zu werden. Und ich schaue mir das Ding natürlich jetzt auch mal für euch an. Wir haben hier Leaderboards, wie ihr seht. Und das sieht ansonsten okay aus. Ist so eine Comic-Grafik. Flimmern hält sich in Grenzen. Kann ich eigentlich nicht meckern. Und wir haben ein Training. Wir haben Arcade, Classic, Quid, Reset Highscores, Court 360, was immer es ist, Hands und Set Height. Das, ich bin kleiner, wie es hier steht, aber ist egal. Ja, ich habe mir so einen ganz engen Guardian jetzt gebaut, dass ich auch mal so einen Schritt zur Seite für euch gehen kann, zum Ausweichen. Ich hoffe, das funktioniert. Ne, da kommen schon so die ersten Guardian-Begrenzungen auf mich zu. Also ich kann einen Schritt vor, zurück. Das funktioniert soweit. Okay, ich würde sagen, wir schauen erstmal ins Training. So, da ist der Kollege, Minecraft-Kollege. Hi, ich grüße dich natürlich. So, wir können einstellen, wie viele Gegner mich hier gleich bewerfen. 3, 4, 5, 6. Okay, wir fangen erstmal an mit 2, reicht, ne? So, wie oft die schmeißen? 1 bis 3, ja, machen wir ruhig 3. Speed, Slow, was haben wir noch? Normal, Fast, ich nehme mal Slow. Was ist das? Sync, Strike, oder was steht da? 2, 3, 4, 5, 6. Okay, auf wie synchron die werfen sollen oder was? Keine Ahnung. Wir machen mal in die Mitte 3. So, Distance. Okay, da sind sie weiter weg. Näher dran. Ganz nah dran. Nochmal die 2, das war okay. Was ist Range? Wieso haben die jetzt einen Schraubenschlüssel? Haben die jetzt den Schraubenschlüssel in der Hand oder was? Ihr sollt mich mit einem Ball beschmeißen, nicht mit einem Schraubenschlüssel. Seid ihr fertig oder was? Okay, schauen wir uns das Ganze mal an. Ist wie gesagt nur Training. Ich bin gespannt. Haben die mich jetzt getroffen? Ich weiß das nicht. Ich habe irgendwie so kein Feedback bekommen. So, ich weiß nicht, ob mein Guardian mit aufgezeichnet wird, ich habe den ja nicht so oft. So, hahaha, hab da nicht getroffen, ne? Ja, komm mal. Okay, da liegt der Ball, also wurde ich wohl getroffen. Ich weiß nicht, ob die mich treffen, also so ganz kriege ich kein Feedback, ob die mich treffen. Also, okay. Das ist auf jeden Fall der Trainingsmodus. So, aber das Ding bietet natürlich gleich noch viel, viel mehr. Okay, das ging an mir vorbei. Ich glaube, wenn man dieses Ballgeräusch hört, dann wurde ich getroffen, ne? Ja, jetzt hier liegt wieder so ein Ball. Okay. Ey! Ja, jetzt wurde ich auch getroffen. Okay, also ich kann nicht ganz so weit ausweichen. Ich habe so ein bisschen Angst, echt in meine Möbel reinzurennen. Deswegen bin ich ein bisschen stocksteif hier wieder. Okay, stopp. So, wir gehen ins Main-Menü. Und jetzt haben wir noch Arcade, Classic, Court. Ich mache mal Arcade. Block, Dodge, Don't Catch, Slice. Was war's denn? Ey! Hier geht's denn noch? Werf doch noch schneller, du Vogel. Ey, jetzt kommt der näher. Das wird aber unfair. Leute, jetzt wird mir mal langsam ein bisschen warm. Oha! Das war ein Curveball. Sowas könnt ihr auch. Ja, hast du dir so gedacht, ne?
Na komm, mach doch, mach doch, mach doch. Ey, was war das denn? Okay, ich hab verloren. Habt ihr das gesehen? Kannst du mal nochmal? Nochmal, gerade. Ja, mach nochmal, mach nochmal. Komm. Ey, kurz vor meinem Gesicht vorbei. Ja, werf doch, komm. Das war ein unsichtbarer Ball, das war gemein. Den sehe ich doch gar nicht. Ey, die schmeißt ihr tatsächlich mit dem Schraubenschlüssel. Ey, ich habe euch nichts getan, wieso schmeißt ihr mit Schraubenschlüssel nach mir? Ach, was denn? Ach, Leute, da kommt so viel auf mich zu. Also, der alte Mann hier. Okay, das ist Arcade. Jetzt gucken wir mal, Classic, was ist das? Block. Dodge, don't catch. Ne, so. Und was ist das? Stop, slow. Was denn? Sync, range, opponent. Ich habe da noch gar nichts eingestellt da vorne. Okay, also es ist irgendwie alles relativ gleich. Ne? Ob jetzt Arcade oder... Ja, ist ja gut. Oder Classic. Drei Leute. Jetzt werft nicht alle auf einmal. Kommt. Nicht so nah, bitte. Komm. Ach, shit hier. Das ist schwer. Nochmal Classic, komm. Ja. Ich mach das. Komm. Ah, hast du dir so gedacht, ne? Du willst nur, dass ich in meine Möbel reinrenne. Hahaha. Komm. Also, es wird einem wirklich warm, das muss man sagen. Ach, Scheiß. Strike two. An den Schädel. So. So. Es ist echt ein bisschen blöde, wenn man immer Angst hat, man rennt hier gleich in irgendein Möbelstück rein. Okay, Arcade Classic haben wir durch. Was ist Hands? Ach so, Handtextur. Na, guck mal. Blaue Hände, grüne Hände, lilane Hände. Was? Lock Survive for 5 Minuten im Arcade-Modus? Boah, wie soll ich das denn schaffen? Schwarze Hände, okay. So, dann haben wir Chord und wir haben noch 360 Grad, okay. Ach, jetzt kann ich das hier um... Ah. Mhm. Also das Ganze nochmal, Arcade 360 Grad. Sind die dann überall oder wie habe ich es jetzt? Ey, was hast du denn so einen dicken Ball? Bist du doof? So. Ja, da oben bin ich nicht. Ach, da ist noch einer. Ey. Ah. Strike two. Wie soll ich denn... Ah. Ach, ich bin doch zur Seite gegangen. Machen wir nochmal, komm, 5 Minuten. Ja. Wie soll man das denn schaffen? Ich bin doch zu... Ey, du... Ey, so ein Curveball-Gedöne hier, ehrlich. Was hab ich denn? Ach, ich kann die sogar blocken. Guck mal. Ah, das ist ja cool. Ah. Ja, jetzt schaffe ich das 5 Minuten. Locker. Jetzt habe ich Pistole. Habt ihr das gesehen? Ah, jetzt raff ich das erstmal. Also man hat es ein bisschen durch Gimmicks. Ich habe da gar nicht drauf geachtet, Leute. Der Typ kann ihn nie erschießen, aber den Ball. Okay. Jetzt habe ich keine Pistole mehr. Jetzt wollte ich schießen. Was ist das denn? Ah, hast du dir so gedacht, ne? Wer wirft denn jetzt hier von euch beiden? So, das ist cool, wenn man die Schilder hat, das finde ich ganz cool. Das macht das Ganze ein bisschen einfacher. Okay. Ja. Matrix-Effekt. Was denn? Wo kommt der denn her? Strike two. Ach, was ist denn hier? That's it, get out of here. Boah, Leute, aber das ist echt schwer auf 360 Grad, ne? Komm, mach nochmal auf Classic hier. 360 Grad Classic. Hehe. Nö.
So, jetzt kommt dann noch jemand dazu. Komm schon. Ach Mann, wirf doch nicht so tief. Soll ich darüber springen oder was? Der wirft gut. Der wirft so hoch. Der kann nichts treffen. So. Was? Wo soll ich denn hier mal gucken gleichzeitig? Wer wirft denn? Ach, shit. Ja, Leute, das ist We Are Dodgeball Trainer. Mehr kann ich euch, glaube ich, gar nicht zeigen. Aber ich habe hier, ach, guck mal, ich habe hier... Toxic. Okay, safe. Ach, Toxi habe ich jetzt geschrieben. Ich bin Toxi. Ach, scheiße. Ja, ich bin ein bisschen daneben. Okay, 360 Grad Court Arcade Training Classic. Mehr könnt ihr für die 7,99 eigentlich nicht machen. Ihr braucht natürlich eine Menge Platz. Ich habe jetzt nicht ganz so viel Platz. Aber komm, wir machen nochmal einen Arcade. Das ist halt das Problem, ne? Also ich habe echt Angst, dass ich irgendwo... Ich bin... Oh, ins Gesicht. Mann. Dass ich echt irgendwo... Ich dachte, ich hätte noch ein Schild. Okay. Blocking is most effective when you make yourself a small... Okay, so mag ich. So kannst du eigentlich immer werfen. So ist es okay. So, alles geschafft. Was macht er denn jetzt? Kegeln oder was? Größeren Ball hast du nicht, oder was? Big Balls. Ach, da steht da sogar immer, ne? Curveball, jetzt kommt Curveball. Was denn? Habe ich nicht gesehen. Ah. So, so gut war ich. Nicht getroffen, okay. Strike one. Ach, da ist wieder einer. Ah, ich habe wieder hier meine Schilde. Leute, ich kann das nicht alles überall gucken, wo überall Leute sind. Wie soll das gehen? Wie nahm mal auf 4? Wer ist denn jetzt der vierte hier? Ach nee, Round 4, ne? Nee. Strike 2. Ach, scheiße. Wollte ich noch wegschießen, den Ball. Ja, ihr seht, da sind noch ein paar Sachen drin, ne? Schießen. Schwert war da auch noch. Slice stand da irgendwas, ne? Ja, es ist ein kleines Spiel für 8 Euro. Es sieht aber von der Optik okay aus. Es funktioniert. Also das, was es macht, dafür reicht auch die Optik. Hier, diese Tafel ist knackscharf, sieht gut aus. Macht Spaß, mir wird ein bisschen warm. Ja, weiß ich nicht, 8 Euro. Wer auf sowas steht, wer eine Menge Platz hat, habe ich schon mal gesagt. Ne? Also ihr braucht wirklich Platz, dass hier wirklich auch ohne... Ich kann nur Toxi machen. Dass ihr auch so ohne Angst, ja, dass ihr in irgendeinen Schrank oder Tisch reinstürzt, spielen könnt, dann macht das richtig Laune. Also geil wäre natürlich so ein richtig großer Playspace, am besten so wie dieses ganze Feld hier. Ne? Da könnt ihr richtig hechten, rechts, links, ne, und so weiter. Deswegen war ich vielleicht ein bisschen stocksteif, aber so kann man natürlich auch so ein bisschen die Hüfte trainieren. Ne? So ein bisschen ausweichen, das geht natürlich auch ganz, ganz cool. Ja, es gefällt mir eigentlich, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Gut, Leute, dann bleibt noch ein bisschen dran und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich nochmal zum Fazit. Bis gleich, Leute. Das war Dodgeball Trainer. Ja, wie gesagt, es ist eigentlich nicht viel drin, aber es ist ein cooles Training, das muss ich wirklich sagen. Und wie ich eingangs erwähnt habe, ihr braucht Platz. Also ihr müsst das wirklich frei spielen können, keine Angst haben zu müssen, ja, ich springe gleich in den Schrank oder so, dann ist das Ding irre, irre gut. Was sehr, sehr schwer ist, aber auch sehr, sehr cool ist, muss ich sagen, ist der 360-Grad-Modus. Wenn sich immer mehr Gegner, die euch bewerfen, ja, um euch herum sich langsam aufbauen. Also ihr müsst dann wirklich schauen, wer wirft als nächstes, ja. Es kommen bestimmt noch mehr Gegner. Das Ding heißt ja nicht umsonst 360 Grad. Ich habe es, glaube ich, bis 4 Gegner geschafft. Den vierten habe ich gar nicht mehr gesehen, wo der gestanden hat. Und da müsst ihr euch wirklich natürlich überall umsehen, von wo kommen die Bälle. Ihr habt, glaube ich, 3 Strikes, dann ist auch schon Schicht im Schacht, habt ihr gesehen. Es gibt zwischendurch Gimmicks wie diesen Schild, die Pistole. Ich habe noch irgendwas von Swipe gelesen. Das wird wahrscheinlich ein Schwert sein, das man zwischendurch noch bekommt. So ein bisschen Fruit Ninja.
Finde ich ganz, ganz cool, um das Ganze ein bisschen aufzupeppen. Dann gibt es Leaderboards, das ist okay, dann kann man sich ein bisschen mit der Welt vergleichen und so weiter. Kostet, wie gesagt, 7,99 €. In den Bewertungen steht zum Beispiel, dass das viele als Aufwärm-App benutzen, bevor sie dann FitXR und Co. spielen. Aber ich finde auch wirklich, als reiner Dodgeball-Trainer kommt das Ding ganz, ganz gut rüber. Also es wirkt schon sehr, sehr gut. Man kann den Bällen gut ausweichen. Nicht immer ist die Resonanz da, ob man getroffen wird oder nicht, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also wenn das so im Fußbereich ist, dann weiß ich nicht immer so 100%, wurde ich jetzt getroffen. Also ich gehe mal davon aus, wenn ich dieses Ballgeräusch höre, dieses Gummiballgeräusch, dann wurde ich getroffen. Ich glaube das jetzt einfach mal. Okay, 7,99 €. Ich finde, das geht sogar eigentlich in Ordnung, auch wenn es ein kleines Spiel ist. Aber das, was es machen möchte, macht es sehr, sehr gut. Die Optik, die passt zum Spiel. Ja, sind so Minecraft-Figuren. Aber soll man auch anders hinstellen? Es geht ja eigentlich auch darum, dass die Bälle auf einen zugeschmissen werden. Ja, jetzt bin ich natürlich auf eure Meinung gespannt. Was sagt ihr? 8 € zu teuer? Oder sagt ihr, hey, das ist cool, das ist mal was anders. Kann man wirklich gut zum Aufwärmen nutzen? Man kann seine Reaktion testen und so weiter. Eure Meinung ist natürlich wie immer gefragt bei meinen Videos und damit bitte ab in die Kommentare und alle Kommentare werden natürlich von mir gelesen und natürlich auch beantwortet. Dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat, auch wenn ich so ein bisschen stocksteif heute unterwegs war und würde mich natürlich mega über ein Däumchen freuen. Ihr habt meinen Kanal noch nicht abonniert, dann macht es doch gerne jetzt, dann bekommt ihr immer eine Info, wenn es neue Videos von mir gibt. Ich bedanke mich schon mal an dieser Stelle. Ganz zum Schluss wie immer, mein Discord-Server mit derzeit über 320 Usern aus der VR-Community. Stoßt gerne hinzu, ihr findet Multiplayer-Partien, Tipps und Tricks, gelegentliche Gewinnspiele werden auf dem Discord ausgeführt. Ihr findet sämtliche AppLab-Neuveröffentlichungen und den täglichen Deal der Quest. Also ihr verpasst absolut gar nichts mehr, wenn ihr auf meinem Discord seid. Ich würde mich riesig freuen, wenn ich euch dort demnächst begrüßen dürfte. Dann hier als kleinen Rausschmeißer nochmal hier zu meiner Seite eine kleine Auswahl meiner Videos. Stöbert da noch gerne durch. Viel Spaß damit. Danke fürs Zuschauen. Ja, und bis zum nächsten Video. Schönen Abend, schöne Woche. Euer Sascha.